Oh, sieht das hier gemütlicher aus. Da möchte ich ja gleich einziehen. So, links ist eine Sackgasse. Dann gehen wir da natürlich zuerst hin. Und natürlich ist das Grab bewacht. Nicht nur von Skeletten, denn habe ich schon wieder einen Golem gesehen. Also, ja. Smaragdspinne, okay. Das ist eigentlich nur die Eisspinne aus dem Hauptspiel. Diese Kristallspinnen, die wir da hatten, einfach nur einmal umbenannt. So kann man natürlich auch neue Gegner erschaffen. Man nimmt alte Gegner und benennt sie einfach um. Klingt wie eine übergroße Klospülung. Wieso fliegen die eigentlich nach oben in dem Moment, wo wir sie töten? Ich meine, es sieht lustig aus, aber... Hä? Wieso sind das so viele? Das Geplätscher klingt irgendwie ein bisschen verstörend. Na gut, gucken wir mal, was der Spülmechanismus denn hier geöffnet hat. Ich vermute mal diesen Weg hier. Hallo? Hallo. Ciao. Na schade, ich dachte, da gibt es irgendwas Schönes für uns. Aber das war wohl nichts. Ich bin von irgendwas verlangsamt. Komm her, ewige Garde. Ich schenke dir ewigen Frieden. Noch wer? Ja, da hinten ist noch wer. Einige sind hier noch. Arbeiten wir sie mal der Reihe nach ab. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Magier nicht mag? Vor allem ziemlich verlangsamt. Slow Motion. Okay, ich bin nicht mehr verlangsamt. Ewiger Diener. Komm her. Ich schenke dir ewigen Frieden. Ah, das hatte ich ja eben schon. Denn ewige Ruhe. Meine Güte, sind die Gegner schwach. Das Spiel ist überhaupt keine Herausforderung auf der Schwierigkeitsstufe. Aber egal, ich stelle jetzt für die letzte Stunde stelle ich das jetzt nicht mehr noch hoch. Das ziehen wir jetzt auf Noob-Level durch. Das ist schön einfach, geht schön schnell. Um die kümmern wir uns gleich. Ich will einmal eine Vermutung überprüfen. Ja, hier steht die Soße noch bis an die Decke. Das heißt, wir müssen erstmal den Hebel finden. Ach, weißt du was? Lass mir die Kerle da stehen. Die machen wir gleich auf dem Rückweg. Die sollen sich da erstmal sammeln. Wir suchen den Schalter und danach hauen wir sie um. Hallo. Na, meine Hübschen. Ah, das war gerade ein bisschen buggy. Schön, wenn sie so einen Schlag aufladen, kann man sie in aller Ruhe kaputt hauen. Und die
übergroße Toilettenspülung ist wieder aktiv. Das klingt doch echt wie so ein übergroßer Spülkasten, oder nicht? Würde ich das mal an mir. Na komm, ich will sprinten. Nein, wieder die. Waren die nicht eben noch? Genau. Sind die jetzt wieder zurück in den Boden gekrochen oder was? Noobs. Und wir ordentlich verwesene Hirnmasse. Da machen wir uns erstmal ein schmackhaftes Mahl, wenn wir mit dem Dämonen fertig sind. Okay, die haben die ganze Zeit unter Wasser verbracht. Das ist logisch. Gut, andererseits sind es Skelette. Die brauchen keine Luft zum Atmen. Sonst wäre so eine düstere Gruft auch ein denkbar schlechter Ort. Na, komm her. Ich stirb hier. So, wer steht noch? Er da hinten. Wir rollen mal ganz elegant rückwärts mit einer Moonrolle zu ihm. Moonwalk war das ja nicht, das war nur die Moonrolle. Das ist die verbesserte Form von Moonwalk. Aber irgendwie gibt es bis jetzt erstaunlich wenig Beute. Irgendwie kaum Kisten und irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Bisschen leer hier unten. Ich meine, dafür, dass das Gräber sind von irgendwelchen Königen, ist hier... Erstaunlich wenig Beute. Oh, da hinten leuchtet was. Ah, Freundchen. Kiste. Ja, mit 70 in allen Statuswerten. Zerkratzter goldener Kelch. Nein. Isons Würde. Sieht mir nach einer Armbrust aus. Das dürfte dann das erste der drei legendären Artefakte sein. Eine Armbrust. Die bringt uns jetzt nicht allzu viel als Nahkämpfer. Aber wir nehmen sie gerne mit, würde ich sagen. Hier ist irgendwie gar nichts. Ein kleiner Zwischenraum. Gerade noch ausgewichen. Die Pflanze da unten bewegt sich im Wind. Ja, hier ist ja auch so viel Wind hier unten in einem Grab. Ich spüre den Wind in meinen Haaren. Es ist so schief und der Winkel, das kann ich hier unten nicht mal ziehen. Hör auf zu blocken und geh sterben. Aua. Okay, das sah schmerzhafter aus, als es eigentlich war. Es hat uns fast keinen Schaden gemacht. Oh, jetzt fällt mir gerade wieder ein Fehler in diesem Spiel auf. Den erkläre ich gleich, wenn die Gegner tot sind. Kleiner Hinweis, beobachtet unser Schild. Ich hasse es, verlangsamt zu sein. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. So, unser Schild liegt wunderschön auf unserem Rücken. Der Adler streckt seinen Kopf gern Himmel. Wir zücken das Schild. Okay, jetzt geht's gerade. So, eben im Kampf. Ja, jetzt ist es wieder... Ja, super. Richtig rum. Richtig rum. Richtig rum. Jetzt macht das.
Und es ist wieder falsch rum. Wie manchmal dreht er das Schild falsch rum. Hallo. Boah, sind das viele. Guck mal auf die Map. Alter Schwede. Die hat auf einmal. Und der hat ein magisches Schwert. Ein Eisschwert. Ich hoffe, das ist gut. Weil irgendwie hätte ich doch ganz gerne mal eine Waffe mit irgendeinem Sekundär-Affix. Ich meine, unser Krähenschnabel hier sieht zwar ganz cool aus, aber er friert die Gegner nicht ein, er verbrennt sie nicht. Das ist schon ein bisschen langweilig. Erstmal kurz looten. Die Magier machen uns eh keinen Schaden. Die machen uns wenig Schaden. Die Schwertkämpfer und Bogenschützen machen uns gar keinen Schaden. So, ich glaube, das Schwert dürften wir schon aufgesammelt haben. Ich schiebe mal in unser Inventar. Belia-Klinge. Ja, unsere Waffe ist aber immer noch besser. Ist verrückt, die haben wir ganz am Anfang gefunden. Jetzt spielen wir die ganze Zeit und spielen, finden keine bessere Waffe. Stopp, stopp. Schnauze, ewiger Diener. Bring dir ewige Ruhe. Wo geht's hier hin? Wow, hallo. Da ist auf jeden Fall das zweite Artefakt. Mitwächter. Da sieht man nach einem Schwert aus. Esons Ehre. Alle dem heiligen Eson gewidmet. Obwohl, ne, Eson war ja allgemein, ist ja allgemein der Vorname der setarivischen Könige. Die werden ja einfach, wie das mit König so ist, einfach nur durchnummeriert. Eson der Erste bis Sechste ist, glaube ich, der Sechste ist gerade im Amt. Und das sind wahrscheinlich Artefakte von vorherigen Esons. Wir erfahren wir sogar von welchen. Weil das Ganze schon uralt ist, wahrscheinlich von den ersten Esons. Weiter. Okay, ich hab's nicht gelootet. Kann ich aber nicht. Das ist nämlich das Blöde, wenn man versucht, diese Skelette zu looten. Und ein Teil des Skeletts liegt weit weg, kann man es nicht mehr looten. Uah, ein Dämon. Xul'Gurat, der Schänder. Das ist eine Schande, wie schwach der ist. Und sowas gibt 800 Erfahrungen, darf sich Dämon nennen. Dämonen von heute sind ja auch nicht mehr das, was sie immer waren. Alles Flaschen. Kein Skill. Ich glaube, ich töte erstmal die Gegner, bevor wir das Artefakt einsammeln. Das dürfte ja dann Artefakt 3 von 4 sein. Ich glaube, wir haben die Armbrust, wir haben das Schwert und wir haben noch ein Schwert. Nee, Streitkolben. Wow. Xardas? Ach, hi, Xardas. Ja, ich bin es. Wie ich sehe, hast du die heiligen Artefakte der Göttin an dich genommen. Eins fehlt mir noch. Du wirst es hier nicht finden. Warum nicht? Es ist das Siegel der Göttin. Der Schild, den du zu Selena in die Grotte unter dem Kloster der Göttin gebracht hast. Dann muss ich zurück ins Kloster? Nein, das musst du nicht. Oh, Gott sei Dank. Das Siegel der Göttin ist bereits in Setarif. Selena, die letzte der Arnusiri, hat es hierher gebracht. Aber die Dienerdämonen des Erzdämons haben ihr aufgelauert. Du musst ihr helfen, sonst ist das Siegel der Göttin verloren. Und der Dämon wird obsiegen. Das können wir ja nicht zulassen. Wo finde ich Selena? Im Ardanus-Tempel, ganz im Süden der Stadt. Oh, das wird die wieder eine Rennerei. Dämonen greifen sie an. Beeile dich.
Yo. I'm on my way. I'm on my way, my friend. Ah, da müssen wir links. Und wir sind nochmal gelevelt. Sammeln jetzt so langsam Fernkampf-Skills, die wir überhaupt nicht brauchen. Boah, 5 Magier. Ihr habt doch einen Arsch offen. Eben weggelaufen oder was? Tiger Hund, komm her, stell dich mir wie ein. Ja, ich hätte fast gesagt wie ein Mann, aber war es Mann, war es Frau? Kann man im Skelett immer so schwer sagen. Die entsprechenden Anzeichen sind da leider nicht vorhanden. Werden wie er? Wie sie? Und lieber sterbe ich! Hörst du? Lieber sterbe ich! Schöner Spielfehler, die haben Paladin-Rüstung, heißen aber mit besessener Ritter, nicht besessener Paladin. Das ist eine Paladin-Rüstung. Das ist unlogisch hier. Freiheit. Frieden. Was ist doch echt? Töte! Okay. Aber ich glaube, ich mache jetzt eine kurze Aufnahmepause. Es ist spät. Von daher wird die Aufnahmepause etwas länger sein. Ich nehme morgen erst weiter auf, weil wir werden nur noch eine Aufnahmesession brauchen, um das Spiel abzuschließen. Von daher bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten und letzten Aufnahme dieses Spiels wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao. Und damit herzlich willkommen zur dritten und aller Voraussicht nach letzten Aufnahme von Arcania Fall of the Tarif. In der letzten Aufnahme haben wir die 4 Schlüsselsteine gefunden und die Gräber der Setarifischen Könige geplündert. Und jetzt wartet da vorne irgendwer auf uns. Ich hätte nie gedacht... Ja, hi. Halt! Carella, was willst du? Die heiligen Artefakte meiner Vorfahren. Ich sollte diejenige sein, die sie trägt. Das ist kein Spiel, Prinzessin. Geh zurück zu deinen Leuten, da ist es sicher. Ich bin keine verwöhnte Prinzessin. Ich bin es gewohnt, mit Schwert und Bogen zu kämpfen und habe in so mancher Schlacht den Sieg davongetragen. Ich würde keinen Herzschlag zögern, mein Blut für Setarif zu vergießen. Siehst du? Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich vergieße lieber das Blut anderer Leute. Gibst du mir die Artefakte? Nein. Milton ist davon überzeugt, dass ich derjenige bin, der sie tragen soll. Milton? Er hat nicht die Macht, das zu entscheiden. Aber nur Adanos kann das. Was willst du? Ein Gottesurteil? Durch einen Kampf. Zuerst Syra und jetzt du. Warum wollen alle Frauen dieser Insel gegen mich kämpfen? Ist es meine Frisur? Es ist meine Frisur, habe ich recht. Adanos lenkt meine Schritte. Ich werde siegen. Glaube ich nicht. Gut, dann lass uns kämpfen. Setarif! Mädel, jetzt zufrieden? Genug. Der Sieg ist dein. Dann akzeptierst du das Gottesurteil? Ja. Gut. Wir haben genug Zeit verloren. Geh zurück zu deinen Leuten. Ich kümmere mich um den Dämon. Allein. Warte. Worauf?
Adanos hat dich auserwählt. Nimm das. Du wirst es brauchen. Wenn du die Artefakte unbedingt tragen willst, warum hast du sie nicht längst aus dem Tempel geholt? Weil ich den Tempel nicht kannte. Er muss uralt sein. Wir Setarifa glauben an Adanos, nicht an irgendeine fremde Göttin. Hm. Adanos! Gib mir Kraft! Streiche nicht so rum. Nö. Nö, alles blöd. Alles blöd. Blöd. So, wir müssen Selena vor den Dienern des Dämons retten. Müde. Dann leg dich mal schlafen, Kollege. Komm, ich helfe dir. So, schlaf selig und in Frieden. Auf zu blocken. Moment, Kiste. Bin gleich da, Kollege, aber es trotzdem wurde es hervorragend. Jetzt. Ja. Welch tiefgründiger Dialog. Wow. Es geht nie ab. Hallo, Selena. Selena. Du? Der Göttin sei Dank. Das Siegel. Sie haben es mitgenommen. Wohin? Selena, rede mit mir. Wo haben Sie das Siegel der Göttin hingebracht? In den Vulkan. Sie sind durch die Tür dort. Verflucht. Die Tür ist magisch versiegelt. Das waren die Dämonen. Sie sind tot. Die Barriere wird schwächer. Schwächer. Aber bevor du gehst, hast du... die anderen heiligen Artefakte der Göttin. Ja, ich habe sie bei mir. Mach dir keine Sorgen. Die Artefakte. Sie verfügen über keinerlei Macht mehr. Was? Ich muss sie dir mit der Macht der Göttin aufladen, aber... Was aber? Für mehr als eines reicht meine Kraft nicht mehr aus. Gib mir eines. Ich werde es für dich segnen. Dann kannst du gehen. Oh. Eine extrem starke Armbrust, einen Zweihänder... oder einen extrem starken Einhänder. Wir nehmen natürlich Letzteres. Esons Würde. Gut, ich hoffe, wir sind würdig, diese Waffe zu tragen. Okay, ich habe den richtigen Weg hier. Bin ich hier überhaupt richtig? Sieht gut aus. Dann mal auf in den Vulkan. Und auf das wir den Dämon aufhalten. Das sieht jetzt zum Teil echt ungesund aus. My friends, hallo. Neue Waffe testen. Nein. Oh, ich liebe Feuerwaffen. Ich finde der Feuerschaden, also wenn ein Gegner brennt, das ist so cool animiert. Kisten, das ist Säure, glaube ich, da sollten wir nicht unbedingt reinkommen. Unheimlich hier.
geht es gleich weiter. Wer ist hier hinten? Nimm dir ab! Nichts Wertvolles. Treu nach Art des Hauses zerlegt. Welch Köstlichkeit. Welch schöner Anblick. Mal sehen, ob ich schaffe, hier durchzukommen, ohne in die Säure zu treten. Nope. Tue ich nicht. Egal, wir haben genug Leben. Toll, toll. Au. Okay, der ist wesentlich schwächer gewesen als ein Exemplar im Hauptspiel. Oder wir sind einfach nur stärker, ich weiß nicht.